Hallo zusammen, so, da sind wir wieder. Wir werden uns heute nochmal um den zweiten Mai Tai kümmern, der behauptet von sich das Original zu sein. Und das ist der Mai Tai von Victor Bergenon, der die Kette oder die Tiki Bar Kette Trader Vic's gegründet hat. Und deswegen heißt er auch Trader Vic's Mai Tai. Ja, der Drink soll von oder original von 1944 stammen, ist dann aber erst in den 70ern in einem Buch aufgetaucht. Und jo, wie gesagt, ein großes Tiki-Thema. Bergenon und Don Beach haben sich damals quasi gestritten darum, wer jetzt das wirkliche Original ist, und haben sich einen Fight geliefert. Welche Tiki-Kette die bessere ist. Kleiner Fun-Fact an der Geschichte ist, dass es tatsächlich Trader Vic's als Restaurant und Bar noch gibt. Wenn jemand mal in München ist und die Corona-Zeit vorbei ist, kann ich sehr empfehlen, mal zu schauen in der im Bayerischen Hof, unten im Keller, gibt es noch ein Original Trader Vic's. Das ist übrigens das zweitälteste noch bestehende von 1977. Das älteste ist in London. Sonst gibt es auf der ganzen Welt noch andere, die aber neuer sind. Das ist wirklich fantastisch und interessant. Ich finde den Laden irre. Der ist halt noch wirklich ausgestattet wie damals 1977 als Tiki-Bar. Wunderschön. Also gut, wir starten mit unserem Trader Vic's, Original Trader Vic's Mai Tai. Genau, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür einen Rum. Eigentlich bräuchten wir einen 17 Jahre alten Rum aus Jamaika. Den habe ich jetzt nun leider nicht da. Deswegen nehmen wir den Havana Club. Das schmeckt auch ganz gut. Es ist halt nicht ganz so kräftig. Dann brauchen wir wieder Triple Sec, also Orangenlikör. Dann brauchen wir hier auch den Orgiat, also den Mandellikör. Wir brauchen eigentlich, ich bin nicht so ein Fan davon, einen ganz kleinen Schluck vom Zuckersirup. Und wir brauchen Limetten. Ja, und am Ende haben wir hier noch ein bisschen, wie sagt man, Verzierung. Gut, also machen wir erstmal die Limetten und pressen die aus. Das sollte eigentlich für den Drink reichen. Gut. So, dann nehmen wir wieder unseren Shaker, füllen den mit Eis. So, jetzt brauchen wir. Wir brauchen, so, ich stelle das Glas mal weg, das auch. Wir brauchen 15 Milliliter von dem Triple Sec. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. So, dann brauchen wir 10 Milliliter von dem Orgiat, von dem Mandelsirup. Da ein bisschen aufpassen, das wird sonst ganz schön süß. So, jetzt bräuchten wir eigentlich 5 Milliliter von dem Zuckersirup. Ich tue ihn jetzt mal rein. Ich könnte ihn auch ganz gut weglassen. Aber weil wir hier sagen, wir machen das Original, machen wir das Original. So, dann brauchen wir 30 Milliliter von dem Limettensaft. Schwupps, passt haargenau.
Und wir brauchen 60 Milliliter von unserem Rum. Sehr schön. Und ein Schlückchen noch. So. So, das alles zusammen. Dann den Deckel drauf auf unseren Shaker. Und los geht's. So, gut. Jetzt nehmen wir unseren Tumbler oder machen da ein bisschen Eis rein. Nein, passt schon. So, und sein unseren Mai Tai auf die Eiswürfel. Sehr gut. Das sieht doch super aus. Genau, und jetzt brauchen wir noch einen Zweig Minze. Den machen wir mal so auf den Handrücken, dann duftet der besser. Stecken wir da rein. Und hier habe ich ein bisschen was gebastelt. Passt immer für so einen Tiki-Cocktail. Ein bisschen, ja, so. Sehr schön. Also, das war unser Trader Vic's Original Mai Tai. Von 1944, schmeckt nach wie vor großartig. Ich werde mich gleich dran machen, den auch trinken und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachmixen. Okay? Ciao!